Hi Leute und herzlich willkommen bei Nerdvollmedizin. Heute mal ein bisschen ein kleines Experiment, denn es haben uns relativ viele Anfragen zum Thema Vorhofflimmern erreicht. Ihr wisst, Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Rhythmusstörungen, die uns so im Rettungsdienst und in der Notaufnahme begegnen. Und wenn es auch vielleicht nicht ganz so cool ist wie Kammerflimmern oder eine ventrikuläre Tachykardie, so müssen wir uns doch immer wieder damit beschäftigen. Und das Experiment heute lautet: Schaffen wir es, Vorhofflimmern in 10 Minuten zu besprechen? Let's do it. Also, Vorhofflimmern. Was heißt das überhaupt? Im Endeffekt kommt es zu einer chaotischen Erregung in den Herzvorhöfen und das führt zu einer ganz wilden elektrischen Aktivität dort. Meistens sind es mehrere Orte, an denen die elektrische Erregung ausgelöst wird. Und die versuchen dann einfach am AV-Knoten vorbei einen richtigen Herzschlag, einen ventrikulären Schlag auszulösen. Der AV-Knoten aber ist in dem Fall genau das, was uns davor schützt, dass da mit einer 200 oder 300 Frequenz irgendwas durchbricht, denn der AV-Knoten lässt nur manchmal Schläge durch. Aber nachdem er die ganze Zeit beschossen wird, macht er das total arrhythmisch, denn Vorhofflimmern zeichnet sich aus durch die sogenannte totale Arrhythmie. Manche sagen auch ARA oder wenn es schnell ist TARA, also Tachyarrhythmie absoluta oder langsam BARA, Bradyarrhythmie absoluta. Wie erkennt man das überhaupt? Nun, ihr seht es im EKG, einfach völlig arrhythmische QRS-Komplexe. Wie das ausschauen kann, richtige P-Wellen sieht man nicht. Manchmal vermutet man, dass man da so ein bisschen was sieht. Das sind eben diese chaotischen Erregungen, aber es gibt keine guten Verhältnisse zwischen P-Wellen und QRS-Komplexen, überhaupt keine Art von Systematik. Meistens sind die QRS-Komplexe schmal, also es ist eine arrhythmische Schmalkomplex-Tachykardie, wenn es schnell ist, oder ein arrhythmischer Schmalkomplex-Rhythmus. Und manchmal sind die auch breit, wenn schon zum Beispiel ein Schenkelblock vorhanden ist. Wenn ihr zu den Basics vom EKG noch was wissen wollt, dann verlinke ich euch mal unser Video, entweder hier oder hier, mal schauen. Da sind noch mal ein paar Infos auch zum Schenkelblock und so weiter drinnen. Okay, was ist denn eigentlich die Gefahr am Vorhofflimmern? Warum ist das was, was man eigentlich behandeln muss, oder kann man das eigentlich so lassen, wenn die Patienten das nicht merken? Naja, das Problem ist, dass durch diese chaotischen Erregungen im Herzvorhof, im oberen Bereich, können Blutverwirbelungen entstehen. Dann kann es zu einer Bildung von Blutgerinnseln kommen. Zum Beispiel in einem Bereich, das heißt ganz schick Vorhofohr. Okay, und diese Blutverwirbelungen, die dann Klotz erzeugen, also kleine Trompen, die können im schlimmsten Fall ins Gehirn abgehen und dann zum Beispiel einen Schlaganfall auslösen. Aber auch andere Embolien, zum Beispiel eine Lungenembolie, kann durch Vorhofflimmern ausgelöst werden. Und jetzt müssen wir uns gemeinsam überlegen, was sind denn überhaupt Ursachen vom Vorhofflimmern? Da gibt es zwei große Kategorien. Das eine ist das sogenannte idiopathische Vorhofflimmern. Das heißt, Vorhofflimmern, das kommt einfach so. Wir wissen nicht, warum das Vorhofflimmern da ist. Und dann gibt es noch ein anderes Vorhofflimmern, das sogenannte sekundäre Vorhofflimmern. Das wird dann interessant, vor allem für uns in der Klinik, in der Notaufnahme, denn es hat verschiedene Ursachen. Und ihr wisst, wir sind große Akronym-Fans, deshalb gibt es das Akronym PIRATES oder Pirates. P steht für pulmonale Erkrankung, I steht für Ischämie, also irgendeine Art von kardialer zum Beispiel Ischämie, R steht für rheumatische Erkrankung, A steht für Anämie, T steht für Thyroid, also Schilddrüse, E steht für Ethanol, und da gibt es die coolste Diagnose, das Holiday Heart Syndrome, also viel trinken im Urlaub kann zum Holiday Heart Syndrom und damit dem Vorhofflimmern führen, und als letztes, aber als wichtigstes, die Sepsis. Daran muss man immer denken. Ein Vorhofflimmern kann auch durch einen akuten Infekt und im schlimmsten Fall durch eine Sepsis ausgelöst werden. Welche Optionen haben wir eigentlich, mit dem Vorhofflimmern umzugehen? Naja, es gibt zwei grobe Konzepte. Das Konzept 1 ist die Frequenzkontrolle. Das heißt, wir sagen, okay, wir akzeptieren jetzt, dass die Patienten Vorhofflimmern haben, und wir möchten aber nur die Frequenz kontrollieren, vor allem, dass es nicht zu schnell ist. Das heißt, dass die Patienten keine unangenehmen Herzrhythmusstörungen bemerken. Und gleichzeitig bekommen die, je nach Risikofaktor, eine Blutverdünnung, also eine Antikoagulation. Zum Thema Antikoagulation verlinke ich euch unten was. Da gibt es den CHAD-SWASC-Score oder CHAD-2 und so weiter. Und als Gegenscore quasi den sogenannten Hess-Bled-Score, der das Blutungsrisiko wiederum bei Antikoagulation versucht zu berechnen. Aber da sind die sind wichtig, vor allem für die Klinik. Okay, das war Punkt 1, die sogenannte Frequenzkontrolle. Punkt 2 oder Variante 2 wäre die Rhythmuskontrolle. Rhythmuskontrolle heißt, wir akzeptieren nicht, dass der Patient Vorhofflimmern hat, und versuchen das zu behandeln, also einen stabilen Sinusrhythmus wiederherzustellen. Das gibt es über verschiedene Varianten, entweder medikamentös oder elektrische Kardioversion in den Sinusrhythmus. Und jetzt müssen wir uns doch überlegen,
Wann machen wir denn was? Wie behandeln wir die Patienten in der Präklinik und wie behandeln wir die Patienten in der Klinik, in der Notaufnahme? Also, in der Präklinik muss man sagen, meistens müssen wir gar nichts tun. Ja? Also, wenn die Patienten zu schnell sind, dann kann man die mit Beta-Blocker bremsen. Meistens ist es auch ausreichend. Besonders gefährlich wird es dann, wenn die schon länger ein sehr tachykardes Vorhofflimmern haben und hier darunter dekompensieren. Also die große Antiarrhythmika-Palette sollten wir präklinisch eher nicht auspacken. Die einzige Ausnahme ist, der Patient ist wirklich instabil. Also der hat jetzt eine arrhythmische Schmalkomplex-Tachykardie, ist wirklich schlecht, hat einen schlechten Druck darunter, dann kann man im Notfall tatsächlich versuchen, den zu blitzen. Zack, ja, Kardioversion zu machen. Synchronisiert, und dazu gibt es auch übrigens in Kürze ein Video zum Thema Kardioversion. Die Amiodarongabe, das sollte man sich wirklich für ganz spezielle Situationen aufheben und nicht für das Gefühl, man möchte mal was machen, also geben wir mal Amio. Ja. Wenn die wirklich zu langsam sind, also eine Bradyarrhythmie haben und die wirklich hämodynamisch relevant sind, auch da wird man versuchen, die Patienten am ehesten zu pacen. Man kann versuchen, das mit Atropin zu unterstützen. Ob das viel bringt, wird man dann in der Situation sehen. Da gibt es ja den ganz normalen Algorithmus. Was für uns in der Klinik, also ich spreche jetzt als Notaufnahmearzt vor allem, wichtig ist, ist, bitte bringt doch einen Rhythmusstreifen mit. Also gerade wenn ihr die Patienten kalivertiert oder irgendwelche anderen Antiarrhythmika dann doch gebt, wir brauchen unbedingt den Rhythmusstreifen. Bitte dokumentiert das EKG vor Intervention und nach Intervention. Das ist sehr, sehr wichtig und kann uns in der Diagnostik sehr weiterhelfen. Okay, und in der Klinik ist gar nicht so viel komplexer. Jetzt mal in der Notaufnahme müssen wir uns einfach vor allem überlegen, haben die Patienten irgendwelche Co-Erkrankungen? Und da denken wir wieder an das PIRES-Schema. Vor allem denken wir dann an das TSH, also an die Schilddrüsenwerte. Wie schauen die Elektrolyte aus? Ist der Patient unter dieser Tachykardie kardial dekompensiert und gibt es Hinweise auf einen Infekt oder vielleicht sogar eine Sepsis? Wir würden relativ bald eine Echokardiographie machen, um zu schauen, hat der Patient eine strukturelle Herzerkrankung, vor allem wenn es ein erst aufgetretenes Vorhofflimmern ist. Und dann kommen wir wieder in diese Frage, wo ich euch gesagt habe, es gibt die zwei Therapievarianten, die Frequenzkontrolle und die Rhythmuskontrolle. Wenn wir also sagen, wir wollen die Frequenz kontrollieren, dann kriegen die meistens länger dauernd Beta-Blocker. In manchen Varianten kann man versuchen, denen noch andere Antiarrhythmika zu geben, Calcium-Antagonisten, wobei die mit Beta-Blockern kontraindiziert sind zusammen. Es gibt manche Varianten, wo man die Patienten dann Amiodaron oder ähnlichen Medikamenten aufsättigt und dann kardivertiert, wenn die elektrische Kardioversion nicht erfolgreich ist. Das gute alte Digitoxin wird kaum mehr empfohlen. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, zum Beispiel bei schwerer Herzinsuffizienz, wo das unter ziemlich viel Aufsicht versucht werden kann. Aber so schnell mal jemanden digitalisieren, da weiß man heute, dass die Mortalität bei Patienten, die digital ist, bekommen, deutlich höher ist. Die genauen Mechanismen sind nicht in jedem Fall erklärt. Aber Digitoxin wirklich auch sehr, sehr zurückhaltend. Okay, wenn wir jetzt aber sagen, die Patienten werden nicht frequenzkontrolliert, sondern die werden rhythmuskontrolliert. Also wir wollen den Sinusrhythmus wiederherstellen. Das ist vor allem bei jungen Patienten, die kurz vor Flimmern haben, denke ich auch der Weg Nummer 1, weil man allen Patienten die Chance geben sollte, wenn es irgendwie denkbar ist, wieder in den normalen Rhythmus zurückzukommen. Dann ist es relativ einfach. Die Patienten werden antikoaguliert und man wird die kardivertieren. Also wenn die ganze Zeit im Vorhofflimmern sind. Kardioversion heißt, die bekommen mittels eines, also elektrische Kardioversion, sowas wie eine Defibrillation nur synchronisiert, bekommen einen Stromschlag, der dieses Vorhofflimmern durchbricht und danach stellt sich wieder ein Sinusrhythmus ein. Meistens ist das relativ einfach, gerade wenn das Vorhofflimmern relativ kurz erst da ist. Man muss nur daran denken, die Patienten werden ja jetzt rasch von dem einen in den anderen Rhythmus überführt. Und da kann es zu einer Lösung von diesen Trompen kommen, die vielleicht vorher gebildet worden sind. Da gibt es zwei Varianten, die empfohlen werden. Die Variante ist eins, die Patienten haben schon 4 Wochen eine sichere Antikoagulation. Oder wir machen eine transösophageale Echokardiographie, also ein sogenanntes TEE, und schauen nach, ob da was ist. Realistisch muss man sagen, also in unserer Notaufnahme oder in unserer Praxis machen wir fast immer ein TEE, weil man auch nicht ganz sicher weiß, wie lange haben die Patienten schon das Vorhofflimmern. Unter 48 Stunden könnte man das nämlich auch komplett ohne Diagnostik machen, gibt es ein paar, die das so empfehlen. Wir wissen aber nicht, hat der Patient wirklich erst 48 Stunden oder länger und auch ist die Antikoagulation sicher genommen worden. Also realistisch, solange er nicht instabil ist, machen wir fast immer ein TEE. Dann gibt es noch ein paar Spezialkonzepte von den Rhythmologen, das ist jetzt für die Notaufnahme nicht so wichtig, aber vielleicht trifft man solche Patienten, das sogenannte Pill-in-the-Pocket-Prinzip. Das sind Patienten, die kriegen ein Antiarrhythmikum, zum Beispiel Flecainid oder Propafenon, das sind spezielle Antiarrhythmika-Klassen. Und wenn die selber merken, dass sie ins Vorhofflimmern zurückrutschen, entweder zum Beispiel
kann ja auch die Apple Watch mittlerweile alarmieren oder die haben eigene Geräte oder sie merken einfach diesen arrhythmischen Pulsschlag, nehmen sie das ein und konvertieren durch die Einnahme von dem Antiarrhythmikum. Da müssen die natürlich antikoaguliert sein. Und dann gibt es noch relativ weit verbreitet Interventionen, die versuchen, das Vorhofflimmern zu beenden. Das hängt immer von der Grundkrankheit ab, dass man vor allem bei jungen Patienten sehr gerne einsetzt, um ihren lebenslangen Kampf da mit dem Vorhofflimmern zu beenden und zu gewinnen quasi. Na gut, okay. Also, drei Punkte ganz kurz zum Vorhofflimmern als Fazit. Erstens, Vorhofflimmern ist eine totale Arrhythmie. Meistens erkennt man es relativ leicht. Meistens ist es eher schneller als langsamer. Präklinisch brauchen wir meistens keine Therapie. Wenn, dann geben wir ein bisschen Beta-Blocker und wenn der Patient super instabil ist, dann kriegt er Strom, weil vielleicht ist es dann doch gar kein Vorhofflimmern mehr, oder sondern irgendwas anderes, Bedrohliches. Und in der Klinik müssen wir unbedingt dran denken, gibt es irgendwelche Auslöser für das Vorhofflimmern? Gibt es irgendwas, an das wir denken müssen, was das Vorhofflimmern kreiert hat? Da hilft dieser Pirates-Merkspruch. Und dann ist wieder die Frage Rhythmuskontrolle versus Frequenzkontrolle und die jeweiligen Maßnahmen. So, das war's zum Thema Vorhofflimmern in unter 10 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern jederzeit. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, habe ich euch in den Shownotes noch einiges verlinkt, auch zum Thema, wie teilt man Vorhofflimmern ein, paroxysmal, persistierend und so weiter und so fort. Noch ein paar Beispiel-EKGs und Links zu den Leitlinien. Und in diesem Sinne, bis bald bei Nerdfallmedizin. Ciao!